werden wir nicht mit Steuererhöhung finanzieren. Das ist das vorgesehene Satzung. So mitschreiben. Die Rente ist sicher. Tja, man sollte es kaum für möglich halten. Trump hat doch tatsächlich die Wahl gewonnen. Letzte Woche noch sehr glücklich gelaufen mit den FBI-Ermittlungen, die überraschend wieder eröffnet wurden. Das hat natürlich ordentlich Prozentpunkte gebracht. Nun darf man gespannt sein, was die nächsten Jahre rauskommt. Man darf gespannt sein, ob Obama sein Versprechen hält, beziehungsweise sein Versprechen oder sollen wir sagen seine Drohung durchsetzt, das Weiße Haus nicht zu verlassen, wenn Trump gewählt wird. Wir dürfen auch gespannt sein, ob die ganzen Promis, die angekündigt haben, das Land zu verlassen, sollte Trump gewinnen, dem nun tatsächlich Taten folgen lassen oder ob es, wie anzunehmen, nur billige Lippenbekenntnisse waren. Noch spannender wird werden, wie sich die Politik von Trump entwickelt, ob er seine Versprechen hält, ob er sie zumindest teilweise hält oder ob sich's wieder komplett dreht, ob America great again wird. Ich bleibe da nach wie vor skeptisch, aber bin dennoch etwas positiv überrascht und erfreut darüber und sehe es als kleinen Lichtblick am Horizont. Bei einer Sache bin ich mir relativ sicher, dass es nicht schlechter wird, als wenn Hillary am Ruder wäre. Es kann also sozusagen nur besser werden. Wir dürfen gespannt sein, die Wahl in Österreich steht ja auch demnächst an. Die wird ja auch wahrscheinlich wieder ein sehr knappes Ding werden. Vielleicht erwartet uns da nach Brexit und Trump nun die nächste Überraschung. Wir dürfen gespannt sein. Ich bin zumindest etwas erfreut für den heutigen Tag und sehe dem Ganzen gespannt entgegen. Wer jetzt hier an dieser Stelle nun im Besitz einer amerikanischen Staatsbürgerschaft ist, ist klar im Vorteil. Da sehen die Prognosen natürlich wesentlich besser für die USA aus als für Europa. Also falls mich jemand heiraten oder adoptieren will, ich freue mich auf Angebote. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal.